Willkommen zurück zu Gravity Days. Mein Name ist Hen und in der letzten Folge sind wir auf eine neue Rift-Ebene anscheinend teleportiert worden. Was das Ganze noch zu bedeuten hat, wissen wir noch nicht. Die Wolke da oben sieht aus wie ein Gesicht, nur nebenbei. Vielleicht bin das auch nur ich. So, und wir sind hier stehen geblieben, bevor wir da runtergehen sollen. Ich vermute einen fetten Bossfight und hoffen wir auch mal, dass es das ist, was wir bekommen. So, vorher kurz auftanken. Und lass mal unsere Fähigkeiten upgraden. Wir haben ein paar Kristalle gewonnen durch die ganzen Kämpfe. Und schauen wir mal, was wir hier so verteilen können. Da ist unser neuer Spezialangriff, den lasse ich noch. Ist eigentlich recht kräftig. Da braucht man auch nichts zu upgraden. Shifting Speed. Descent Speed while falling. Ja, hört sich jetzt nicht so sinnvoll an. Ich fand das Tempo jetzt beim Runterfallen nicht unbedingt störend oder sowas. Was mich aber immer wieder nervt, ist, dass meine Anzeige leer geht. Deswegen da ein Level drauf. Aber da gibt es noch eine ganze Menge Levels, so wie es aussieht. Wir sind erst bei der Hälfte. So. Gesundheit brauche ich eigentlich bisher auch nicht. Bin mehr als stabil gebaut. Das Spiel ist auch nicht sonderlich schwer. Sliding Kick hat mich bisher auch nicht so begeistert. Ach komm, wir machen das auf Level 5. So. Jetzt dürfte uns die Energie so auf die Schnelle nicht mehr weggehen. Kann bestimmt auch quer über die Map fliegen, ohne dass wir... Die Welt ist schon ganz schön groß. Man kann überall anscheinend hinlaufen, soweit ich das hier sehe. So, und wir kommen auch schon in diese Ruine. Der verlassene Teil der Stadt soll da sein. Treffen wir auf Alias oder nur einen riesen fetten Navy? Es wird ein riesen fetter Navy. Tentakelborn. Das bringe ich öfters. I think this thing's in charge here. Okay. Nehmen wir auch gleich unseren stärksten Angriff. Zack. Das hat doch mal gut reingehauen. Kein Problem. So, dann noch ein bisschen von oben. Wie gefällt dir das? Ja. Mir hast du nicht gerechnet. Oh, er hat sich verwandelt. So, mal sehen, wo ist dein Schwachpunkt? Unten. Aua. Ich sehe nichts. So, da war er. Da ist er. Auf die Fresse, auf die Fresse, auf die. I don't care. Ja. Ich wollte mal gucken, wie der Game Over Screen aussieht. Sah eigentlich ganz hübsch aus, findet ihr auch. Da habe ich ein bisschen nicht aufgepasst. Aber der Game Over Screen war trotzdem hübsch. So, er hat auch gelacht. Der war ja schon fast so gut wie tot. Hätte ich mal ein bisschen auf meine HP geguckt, wäre das auch alles nicht passiert. So. Weiter und da drauf. Die erste Phase ist total Banane. Der fuchtelt ein bisschen mit seinen Händen rum, aber da passiert nichts. Dank meines Energie-Upgrades vorhin kann ich hier rumfliegen wie dieses Luzi. Kann die Luzi wo fliegen? Zack. So, das war's mit Phase 1. Und für die Phase 2 nehme ich gleich das hier. Und schnell weg. Hat aber gut reingehauen. Nicht auf die Laterne. Komm ich nicht ran. Ah, geh weg, geh weg. Auf
der Laterne gelandet. So, der schießt wieder ein bisschen. Ach, das ist doch Käse. Das ist doch keine Herausforderung. Touch to finish. Hab's angefasst. Oh. Ihr wisst schon, warum ich immer hier Sailor Moon Vergleiche ziehe. Jawoll. Das sah doch mal fett aus. Und er kehrt die Stadt zurück. Und wird angedockt. Ist doch mal hübsch. Ist doch schön, oder? Die Familien werden sich freuen. War das gerade die Kreda? Da ist sie. Emo-Braut. Ey, das will ich auch können. Jetzt beruhig dich mal. Ich will doch gar nichts. Who put you up for this? Was it ballsy? Well, you gonna get away with it. Oh, das geht gleich ab. Catfight. Wait. Who the... No, no, ladies. Can't you two get along? It's not for your sakes, then. How about it for mine? Fuck. Tja, that was a close shave. Who's the girl and why is she messing things up? Are you helping her? You better not be or I'm going to have to take you down too. Raven, I believe there's been a misunderstanding. You're not seeing the big picture here. Und schon wieder flüchtet. The woman Raven was like me. She had a strange pet and a strange power to go with it. She was too strong though. I knew I didn't have a choice so I run. Old Town freed at last. Tearful reunions fill the streets of Aldenoy. Who was the mysterious cat girl and where did these gravity shifters come from? Und wir haben wieder unseren Bekanntheitsgrad gesteigert. Trains. With Aldenoy and its train station back in one piece, the train line is now operational. Cat can board the train at the station to access another town in Haskell. Also ein Quick Travel System. I need to change of pace. Maybe irgendwas. War schon wieder zu langsam. Ja, die gute Raven, die geht ja mal ganz schön ab. Hat ein paar schöne Kräfte dabei, die ich auch gerne mal hätte. Und hoffentlich auch kriege. So, was haben wir denn da? Kann ich das eigentlich zoomen? Ja. Train Station, okay. Und ein Dialog. Looking for fun? Jawohl. Ich bin immer offen für Fun. So, dann zeig mal deine spaßige Seite. Oh nee, das sind doch wieder die zwei, oder? Hey, it's you. Huh, not this again. Look, I told you before I was trying to save your house, okay? You just slipped and... No, not that. You brought back the missing town, didn't you? The girl with the black hat is the talk of the city. Oh, that? Yeah, I guess that was me. People are already talking about it? Yep, whatever you did, the train is back in service. I'll bet that place in Cleveland is open again. Oops, did I say that out loud? What place that? I want to go too. Ich auch. Slow down, boy. You're a decade too young. But hey, Plijun, wie auch immer das man ausspricht, got the best school in Haskell. Study hard and maybe you'll get in. Plijun, the entertainment district, isn't it? You seem pretty happy that it's back. If I made him forget about his house, all the better. Oh, dann lass uns doch mal ins Rotlichtviertel gehen. Vielleicht gibt's da neue Jobs für Cat. Und da kommt schon das Duftdorf. Warum wird hier der Sound gerade so kaputt? So, da sind wir auch schon wieder. Was auch immer das war, auf einmal hat das komische Geräusche gemacht. Bis ich das gefixt habe, sind wir schon mit dem Zug angekommen. Ihr habt nicht viel verpasst. Wir sind jetzt im Unterhaltungsviertel.
Oder Rotlichtviertel. Falls einige das so wollen. So wie ich. So, hier haben wir einen Gullideckel, dann können wir schnell reisen. Zack. Jetzt müssen wir auch nicht jedes Mal Zug fahren. Zack. Komm mal mit. Ich brauche einen Escort. So, der neue Stadtteil sieht schon... vermittelt schon ein ganz anderes Feeling von dem Spiel. Vorher war alles irgendwie ein bisschen düsterer. Man hatte dieses Portal im Hintergrund. Jetzt haben wir diese Musik. Da unten haben wir wieder eine Challenge. Ich weiß nicht, ob ihr an diesen Challenge allzu sehr interessiert seid. Ich werde wahrscheinlich ein paar Offscreen machen, um ein bisschen zu leveln. So, und schauen wir mal einfach, was wir hier so machen können. Absolut gar nichts. Doch. So, das sieht schon besser aus. Das ist tatsächlich ein neues Stadtviertel. Also die Karte ist eine komplett neue. Da ist eine Diskussion. Size doesn't matter, das sagen die alle. So, 180 Yards, dann lasst mal schnell dahin gehen. Bevor ich diese Episode abschließe hier. So, machen wir noch ein paar restliche Sachen. So. Oh, Mehl. Mal schauen. Oh Gott, wie soll ich die synchronisieren? Did you hear about the new shifter in town? She brought that missing chunk of Alden back. Finally, a little competition for that crow woman. If you ask me, she needs to get put in her place. Wow, word traveled fast. I would love to get a gander with my own eyes. They say she's cute, even if she hasn't got much of a body. Is that so? Not much of a body. Well, at least I think they're cute. They think I'm cute, so. Ja, super. Gerade die kann ich nicht aufheben. Und wir haben einen neuen Quick-Travel-Punkt. Zack. Hier laufen auch viel mehr Frauen rum, die bestimmte Dienste leisten. Da ist eine Flamme. Ja, das sieht mir nach einem Rotlicht aus hier. So. Wir haben da Challenges und natürlich die Hauptmission. Schauen wir uns die Hauptmission mal kurz an. Too many secrets. I should have been happier after bringing the missing part of the town back. But I couldn't get over what Raven did to me. I needed to get my mind off everything. The train was back in service and I wanted to just jump aboard and ride it to wherever it would take me. Hast du doch schon. Bist doch schon im neuen Stadtteil. Zack, gelandet. Tja, das ist echt eine Abwechslung zu dem, was wir vorher hatten. Über Lichter. Wie gesagt, hier sind die Challenges. Oh, ein Klamottenladen. Hey, it's a clothing store. Clothing store. Arquebus Academy official uniform sold here. Uniforms, hm? I wonder what it'd be like to be a student, learning new things, making friends, going on first dates. Ich glaube nicht, dass du das... Der kommt mir bekannt vor. Ja. Careful, you almost killed me. I'm so sorry, are you okay? Well... Sure, I'm fine. Hey, I know you, you're a cat, that shifter. Yeah, that's me. What a relief. My name's Newt. I'm so happy to run into you. You are? Yeah, it's about my friend Echo. She's been acting pretty weird lately. As of yesterday, she's gone missing. Do you think you can help her find her cat? Miss Cat? I get it. You want to meet me because you had a favor to ask. Alright, I can help. Thank you. This friend, is she your friend or your friend? I mean, you know, is she your girlfriend? Who? Oh no, nothing like that. We just grew up together. Say. Da macht die Augen. You're a lot cuter in person. And all the other shifters as good as looking as you? Cute? Who? Me? You think? I am? Huh? Episode 7. Too many secrets. Genau. Gefällt mir.
Das ist typisch japanischer Humor. Alright, time to get down to business. Check out the uniform. You're really getting into this, aren't you? Or should I change back? Don't I blend in better with you? I hope he doesn't think I'm weird now. No, no, the uniform looks great on you. Anyway, we should split up and ask around to see if anyone has seen Echo. Right. Oh, he said I look great in uniform. Well, we should be splitting up now. Oh yeah, I guess it would be faster, huh? Ja, talking to citizens, certain self, ja, das hatten wir doch schon. So, das war's auch schon für diese Episode. Wenn ihr unsere liebe Cat in der Schuluniform rumtanzen sehen wollt, dann schaut doch mal einfach bei der nächsten Episode vorbei. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen und haut mal auf den Like-Button und ich sehe euch in der nächsten Folge.